Hallo und willkommen zu einem neuen Age of Empires 2 Video. Heute geht es weiter mit dem Challenge-Format. Und ich habe mir mal so ein bisschen durchgesehen, was ich so bekommen habe an Anfragen. Und eine Sache gab es sehr, sehr oft, unter anderem halt unter den YouTube-Videos, aber auch ganz oft auf Steam haben Leute gefragt, ob ich nicht mal gegen die KI spielen kann und kein Militär mache. That wasn't challenge accepted. Und da habe ich eben schon mal kurz probiert, was sich da am besten machen lässt, und ich habe mich entschieden, eine Strategie zu benutzen, die ich auch schon geplant hatte, mal vorzustellen in einem Tutorial. Also können wir hier schon mal grob sehen, wie es geht. Ich bin darin ehrlich gesagt nicht besonders erfahren, deshalb ist es trotzdem immer noch eine Challenge. Ich bin nicht besonders gut in dieser Strategie, aber gegen die KI funktioniert sie ziemlich gut. Ja, und ihr werdet das jetzt natürlich sehen. Also wir spielen als die Mongolen, denn das ist bekanntermaßen die schnellste Zivilisation, da sie diesen Jagdbonus ja haben, mit dem man sehr, sehr schnell sehr viel Nahrung bekommen kann, und damit kommt man halt auch schneller in die Vorderzeit. Ja, und das werde ich halt jetzt mal machen, ganz schnell in die Vorderzeit gehen. Und was ich danach plane, werdet ihr dann sehen. Einige werden es vielleicht beim Aufbau dann schon erkennen, was genau der Plan ist, aber ich überlasse das Ganze mal ein bisschen dem Überraschungseffekt erstmal. Die Mongolen haben ja auch den coolen Effekt, dass der Speer mehr Reich, also mehr Sichtweite hat. Dadurch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man Sachen verpasst, ein bisschen geringer. Hier haben wir zum Beispiel schon ein Wildschwein, das ist schon mal gut. Und ich habe diesmal sogar dran gedacht, das Spiel auf Deutsch zu stellen, bevor ich aufgenommen habe. Das passiert mir immer wieder, dass ich das nicht mache. Also alles wunderbar. So, wir haben 6 auf Schafen. Dann kommen jetzt die nächsten 3 wieder auf Holz. Also am Anfang relativ Standard natürlich. Da ist auch das zweite Wildschwein. Ich scout hier trotzdem so gewohnheitsmäßig so ein bisschen mit den Schafen mit, ist nicht unbedingt notwendig, da ich ja eben einen Bonus habe. Ja, aber ich mache es halt trotzdem mal. Ist auch als Übung ganz gut, dass man die so ein bisschen im Auge behält, wenn ich somit ja trotzdem noch ein bisschen mehr von der Karte aufdecke. Wo sind denn meine zusätzlichen Schafe? Das wäre mal ganz nett zu wissen. Sprach's und fand sie. Da sind schon mal 2. Hallo. So, wo haben wir nochmal das erste Schwein hier hinten? Ne? Ja, da ist es. Da gehen wir also jetzt sofort zur Jagd. Und ihr könnt euch ein bisschen aufteilen, damit ihr euch nicht so gegenseitig in den Weg lauft. Da musste ich mal ein bisschen Zwangsabgabe machen hier, damit das Ganze auch weiterläuft. Ich hoffe, dass diesmal die Audioqualität wieder ein bisschen besser ist. Ich habe ein bisschen mit dem Mikro wieder rumgespielt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, was das immer so übersteuert hat in den letzten Videos. Manchmal ist es der Fall, manchmal ist es nicht der Fall. Und ich habe echt keine Ahnung, an welchen Einstellungen das liegt. Ich habe jetzt einfach mal die Aufnahmesensibilität ein bisschen runtergedreht. Ich hoffe, dass ich trotzdem noch verständlich bin, also dass es dadurch nicht zu leise ist. Das werden wir dann erfahren. So, ein Haus bräuchten wir auch mal. Und mir fehlen immer noch 2 Schafe, aber die dürften irgendwo in der Nähe hier herumfliegen. Und die haben erstmal noch keine Priorität, also erstmal geht es hier zur Jagd. Aber eine Mühle wollen wir natürlich auch haben. Das zweite Wildschwein holen. Könnte ein bisschen spät sein. Wahrscheinlich ist es zu spät. Ich stelle dann zur Not schon mal ein Schaf hier bereit. Ja, es wird auf jeden Fall zu spät sein. Ist aber nicht so tragisch. Dann noch den 4. auf Bären. Wo sind denn diese 2 verbliebenen Schafe? Die müssen noch hier irgendwo sein. Ich rede noch groß davon, wie viel einfacher das mit den da sind sie ja schon. Mit den Mongolen ist, Sachen zu finden. Und dann sowas. So,
Ja, also wie ihr seht, wir sind jetzt bei 18 Populationen und ich mache schon den Webstuhl, was ja, ja sozusagen ein Zeichen dafür ist, dass ich jetzt auch in die nächste Zeit gehen will. Das ist dank des Jagdbonuses hier gleich auch möglich. Und ab geht's. Also ziemlich früh in die Vollzeit. So, und jetzt geht's hier mit den Vieren Richtung Front und mit den Kollegen hier Richtung Stein. Ihr werdet jetzt vielleicht schon erraten, worum es hier gehen soll. Einen mehr auf Holz brauchen wir auch noch. Denn wa warum könnte ich vier Dorfbewohner in die Front schicken und vier auf Steine tun? Was kann man denn damit anfangen in der Vorderzeit? Ich werde natürlich Türme bauen, einen sogenannten Tower Rush spielen, der gegen die KI sehr, sehr tödlich ist, denn die KI hat überhaupt keine Ahnung, wie man damit umgeht. Und auch gegen menschliche Spieler, die damit nicht so erfahren sind, ist es ganz gut. Ich bin halt selber in der Ausführung nicht besonders stark, deshalb ist es halt ein bisschen weniger effektiv, wenn ich das mache. Hier ist bestimmt gerade ein Wolf, H2 sogar, ja super. Und ich muss den Gegner noch finden. Wo genau der ist, weiß ich noch nicht. Ich kann nur vermuten, dass er hier. Ah, da ist er, da ist schon was Blaues. Ich muss natürlich auch noch einen guten Angriffspunkt finden, denn was man beim Tower Rush machen will, ist, der Gegner die Ressourcen von den Ressourcen abschneiden. Hier ist schon mal sein Gold, also ich schicke sie erstmal Verdacht jetzt hier hin. Und schaue mich trotzdem derweil noch ein bisschen um. Ja, brauchen so ein bisschen. Ich hoffe, das mit der Nahrung wird auch hinkommen. Erstmal. Ups, was habe ich jetzt gemacht? Ich wollte eigentlich diesen Hotkey benutzen hier. Also wir bauen jetzt mal auf. Ich wollte eigentlich sein Holz zuerst abgreifen, aber wir bauen jetzt einfach mal hier aus Verdacht schon mal einen Turm hin. Ans Gold, dann hat er das zumindest schon mal weg. Hier ist sein Holz, okay, dann gehen wir da gleich noch hin. Ja, da sollten wir natürlich erstmal das Upgrade holen, aber dafür habe ich gerade nicht die Nahrung. Aber da ich ja noch ein paar Schafe übrig habe, kann ich auch erstmal auf Schafe gehen, muss keine Felder bauen. Mit den dreien gehe ich jetzt schon mal hier runter und die Kollegin hier baut jetzt hier Palisaden um das Fundament. Denn dadurch kann man gewährleisten, dass, wenn man hier noch keine Mörderlöcher hat, kann der Gegner ja ganz einfach den Turm angreifen. Und da ich das jetzt so ein bisschen einmauer, kann der Gegner eben nicht angreifen, ohne vom Turm angegriffen zu werden. Das ist jetzt nicht ganz so clever. Komm rein. Aber es wird schon hinkommen. So. Jetzt können wir uns hier auch hier das Upgrade holen, denke ich mal. Und die ist fertig. Jetzt kriegt der Gegner schon mal kein Gold, das ist gut. Und ich mit dem Kollegen gucke jetzt mal weiter um. Nein. Okay, komm, hier rüber. Direkt den nächsten Turm bauen. Also, Trick ist so ein bisschen, die neuen Türme immer in Reichweite der alten zu bauen, damit die sich so ein bisschen gegenseitig schützen. Und sich dann mit Palisaden so ein bisschen abzudecken. Was hat sie jetzt gemacht? Okay. Aber die KI reagiert gerade nicht so wirklich auf den Rush, deshalb kann ich das mit den Palisaden, schützenden Palisaden auch erstmal lassen, glaube ich. Braucht man ein bisschen mehr Holz hier. Mit der Nahrung scheint es im Moment gut zu gehen. Hier hinten ist er auf der Jagd, da kann ich doch den hier bestimmt mal abgreifen. Und hier kriege ich ja ganz schön viel fette Beute. Also was die KI eben falsch macht, man kann natürlich mit Dorfbewohnern ganz hervorragend Türme killen. Man muss einfach sich ein bisschen mit den Dorfbewohnern dagegen wehren oder eigene Türme bauen. Das ist damit man kann sich eigentlich relativ einfach dagegen verteidigen, wenn man weiß, wie es funktioniert. Aber die KI weiß es eben nicht und die ist so ein bisschen im Panikmodus jetzt, wie ihr hier von den ganzen Dorfbewohnern seht. Also die Wirtschaft vom Gegner ist gerade total im Eimer. Na komm.
Ah, das ist ja grausig mit anzusehen, hier dieses Gestotter. Naja, also die gegnerische Wirtschaft ist im Prinzip nicht dick geworden. Er versucht jetzt ein bisschen auszuweichen, was natürlich auch eine gute Maßnahme ist. Also wenn man diesen Rush gegen sich hat, muss man, da die Türme ja sich nicht bewegen können, kann man einfach auf andere Ressourcen ausweichen. Aber die KI läuft hier einfach gerade so ein bisschen durcheinander. Also von daher macht sie es nicht unbedingt besser, sondern eher schlechter. So, die Herrschaften sind fertig. Aber nicht ins Dorfzentrum laufen, bitte. Ein bisschen Lag war hier gerade dabei. Das liegt wahrscheinlich an diesem ganzen Gedöns hier. Was macht er denn jetzt? Okay, also jetzt spinnt er vollkommen. Ich hoffe mal, das stört jetzt hier nicht ab wegen so einem Mist. Also was soll das denn? Naja, ich hole mir auf jeden Fall jetzt mal das Upgrade auf die Reichweite von den Türmen. Das wird mir jetzt helfen. Was wird das hier? Ein Marktplatz. Also er ist mittlerweile in der Feudalzeit. Ein bisschen spät, aber besser spät als nie, ne? Holen wir mal die Schubkarre. Hat er hinten schon was? Was ist das eigentlich für ein Volk? Inder, okay, habe ich überhaupt nicht aufgepasst. Kriegt ein bisschen günstigere Dorfbewohner. Ja, einer ist mir drauf gegangen. Der macht immer diesen Käse hier, also irgendwie spinnt die KI gerade hier so ein bisschen. So kann man sich natürlich nicht wehren. Also ich bin mir relativ sicher, dass das hier okay ist, wenn ich das schnell stelle. Denn ich glaube nicht, dass die KI sich hier noch groß wehren wird, wenn das hier so weitergeht. Also das ist mir noch nie passiert, ehrlich gesagt, dass die KI hier so dermaßen spinnt. Was war jetzt los? Aha, okay. So, hier ist das fertig. Also ich sehe jetzt im Moment nicht mehr viel vom Gegner. Ich baue jetzt einfach mal hier hinten noch einen Turm. Natürlich jetzt zu Hause ein bisschen geschlampt, aber es ist echt nicht schlimm, weil jetzt habe ich die, glaube ich, alle da hinten hingeschickt. Ja, so soll das nicht sein. Ah ja, wollte ich hier hin rüber schicken. Reichweiten-Upgrade habe ich jetzt auch schon, so langsam gehen die ganzen Dorfbewohner drauf. Aber immerhin spackt er jetzt gerade nicht mehr so stark rum, dass er die ganze Zeit einquartiert und wieder ausquartiert. Von daher ein kleiner Fortschritt. Ja, was dieser Tower Rush halt so zum Ziel hat, ist einfach den Gegner von den Ressourcen abzuschirmen, dass die Türme sich gegenseitig decken. Bei diesem habe ich das jetzt nicht so gemacht, aber es scheint mir nicht so, als ob irgendeiner meiner Türme im Moment groß in Gefahr wäre. Ehrlich gesagt ist das bis jetzt die schlimmste Art der KI, sich dagegen zu wehren, also beziehungsweise sich gar nicht dagegen zu wehren, die ich hier erlebt habe. Also normalerweise ist die KI nicht ganz so bescheuert dagegen. Immer noch bescheuert, aber nicht ganz so fies. Ja, und jetzt ist sie wieder hier bei ihrem Lieblingssport. Ein- und ausquartieren. Ist der Rest schon tot? Kann natürlich sein, also. Es kann wirklich sein, dass alle anderen Dorfbewohner bereits tot sind. Wo ist mein Speer eigentlich? Ist er hier? Okay. Mal gucken, ob der noch irgendwas hat, aber irgendwie, also von der Punktzahl hat sich gerade bei ihm auch lange nichts mehr geändert. Also gehe ich momentan mal davon aus, dass er überhaupt nichts mehr hat. Können wir einfach mal spaßeshalber ans Dorfzentrum boxen? Mal gucken, ob da noch was drin ist. Nö, okay, er ist im Prinzip dann tot. Geh mal in die Ritterzeit. Ja, und wenn halt wirklich nur noch das Dorfzentrum hier übrig ist, ist jetzt auch nicht mehr viel zu zeigen. Ich schicke jetzt einfach noch ein paar Dorfbewohner rüber, um das Dorfzentrum kaputt zu kloppen. Ja, vielleicht hätte ich noch einen Turm in Reichweite bauen sollen, aber ich glaube, das mit dem draufkloppen, das lohnt sich mehr. Ja, also an sich würde ich jetzt behaupten, dass die Challenge bereits gewonnen ist. Wirklich, es geht jetzt nur noch darum, dieses Dorfzentrum kaputt zu boxen. Ich glaube, ich mache dann einfach kurz hier einen Schnitt und mache dann das Video weiter, sobald das Dorfzentrum fast kaputt ist. So, KI ist demnächst dann noch tot. Und ja, also bisher war das hier wohl dann die einfachste Challenge, weil die KI sich wirklich überhaupt nicht dagegen gewehrt hat oder halt total abgespackt hat. Die anderen beiden Challenges waren deshalb halt ein bisschen schwieriger, aber ich wollte das hier auf jeden Fall mal abdecken, weil das halt viele Leute als Challenge angegeben hatten und weil das ganz gut als Einführung dafür passt, wenn ich jetzt mal demnächst mein Tutorial zum Tower Rush machen möchte. Da werde ich dann halt
vielleicht ein bisschen was von diesem Videomaterial auch benutzen. Das Ding ist, dass ich halt den Tower Rush jetzt im Multiplayer nicht wirklich benutze. Also ich habe es, glaube ich, nur auf Nomade mal gemacht. Das ist dann noch ein bisschen besser auf Nomade, weil man halt manchmal sehr, sehr viel früher als der Gegner in der Vorteilzeit ist. Aber ich mache auf jeden Fall bald ein Tutorial dazu, werde dann wahrscheinlich hauptsächlich Bildmaterial aus Spielen gegen die KI verwenden müssen. Außer ich kann, ja, ich werde mal schauen, ob ich noch irgendein Versuchskaninchen irgendwo finde. Ist natürlich, man kann es natürlich nur machen, wenn der Gegner nicht weiß, was die Sache ist. Also ich kann jetzt nicht einfach irgendwen anschreiben und sagen, hey, können wir mal ein Trash-Video machen? Ja, und dann weiß er genau, was Sache ist, und kann man sich sehr dagegen wehren. Wenn man weiß, dass der Trash kommt, dann ist es wirklich sehr, sehr einfach zu kontern. Also dazu dann mehr, wenn ich das Tutorial-Video mache. Und ja, immer her mit den neuen Challenges. Multiplayer-Challenges sind ein bisschen komplexer natürlich, weil ich wahrscheinlich das dann auf Wubli mit irgendeinem Smurf-Account machen muss, also mit so einem Account, wo man nicht sieht, welche Wertung ich habe, also mit einem frischen Account sozusagen, und dann ein bisschen rumtrollen. Ich muss mal gucken. Also bisher habe ich nur, glaube ich, zwei Challenges bekommen, wo die Leute gefragt haben, dass sie es gegen menschliche Spieler machen sollen. Ansonsten war alles gegen KI. Gegen KI ist es ein bisschen lockerer natürlich. Von daher mache ich die im Moment erstmal und schaue dann mal weiter. Also euch selbst wünsche ich beim Spielen sehr viel Erfolg und viel Spaß und trollt den Gegner gut. Bis dann.